Infoflyer und Gebäck gab es heute bei der Festkundgebung auf dem Jungfernstieg von Omas gegen Rechts. Die Meinung der politisch engagierten Ladies ist glasklar. Omas gegen Rechts sind hier, um die Demokratie zu verteidigen. Es gibt uns hier in Deutschland seit 6 Jahren und wir gehen für die Demokratie seit 6 Jahren auf die Straße. Laut, sichtbar. Im Moment ist unsere Demokratie in Gefahr, in großer Gefahr. Und das sind nicht allein die Krisen hier bei uns und weltweit, sondern vor allen Dingen hat sich bei uns eine Partei etabliert mit der AfD, die Hass und Hetze sät. Und leider ist diese Saat auch aufgegangen. Und wir stehen dafür ein, die Demokratie zu bewahren und zu schützen. Und im Moment können alle Menschen eins tun, um da mitzuhelfen, nämlich Leute, geht wählen, geht zu den Bezirkswahlen in Hamburg, geht zu den Europawahlen. Es gibt viele demokratische Parteien. Macht den Haken an einer demokratischen Stelle. Alles, was meine Vorgängerin gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Das ist ganz umfassend. Ganz wichtig, dass auch diejenigen, die sich immer überlegen, soll ich überhaupt zur Wahl gehen, es gibt ja doch nichts Gescheites, die sollten jetzt Positionen beziehen, gerade um unsere Demokratie zu retten. Ich bin erst seit ganz kurzer Zeit bei den Omas gegen Rechts und ich muss sagen, die machen ganz tolle Arbeit. Und wenn noch mehr dazu kommen, würde ich mich unheimlich freuen. Ebenfalls im Programm mit inbegriffen sind Live-Musik und die humoristische Aufarbeitung deutscher Geschichte. Die gesamte Arbeiterschaft muss gegen die Seemanöver mobil gemacht werden, denn es sind Kriegsvorbereitungen, die sich gegen die Sowjetunion richten. Hä? Sowjetunion? Gibt's die also doch noch? Doch es gibt auch eine Forderung. Trotz der Wichtigkeit dieses Tages bedauern einige, dass er nicht genug wertgeschätzt wird. Ja, die Forderung besteht darin, dass der 8. Mai Feiertag werden muss, also ein arbeitsfreier Feiertag. Davon haben wir bisher in Hamburg, glaube ich, sowieso nur 10. Das halte ich also nicht für das größte Problem. Und es geht vor allem darum, dass, wie schon Esther Bejerano sagt, ich kriege ihr Zitat zwar nicht ganz zusammen, aber dass der 8. Mai als Feiertag dann Gelegenheit wäre, sich real damit auseinanderzusetzen, wie die Befreiung gelungen ist, an was für Bedingungen und an was für Menschen das hing und auch was das für heute bedeutet. Und ich halte damit für sehr verbunden, auch persönlich, dass die Schlussfolgerung aus der Befreiung vom Faschismus nur sein kann, dass tatsächlich nie wieder Faschismus und nie wieder Krieg eine Einheit bilden muss. Das heißt, dass real auch Deutschland eine spezifische historische Verantwortung hat, die Kriege weltweit durch diplomatische Initiativen zu beenden und in dem Sinne auch alle Waffenlieferungen zu unterlassen. Die Veranstaltung macht deutlich, auch 79 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges darf der 8. Mai nicht an Relevanz verlieren.